Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Die Tage werden wieder immer kürzer und abends ist es jetzt ruckizucki dunkel. Die richtige Zeit also, um mal wieder ein paar Taschenlampen zu testen. Ein paar habe ich schon hier, weitere werden folgen. Und die Taschenlampe, mit der wir heute starten, die ist ganz besonders interessant. Das ist die Phoenix LD50. Nicht nur, dass sie 1800 Lumen hat, sie hat auch eine weitere Besonderheit, denn die Taschenlampe, das sind im Grunde genommen zwei Taschenlampen in einer, die sich einen Schalter teilen. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Vorab aber noch mein Dank an die Firma Flashlight Shop, denn die hat mir freundlicherweise die Phoenix hier für diesen Review zur Verfügung gestellt. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Lieferumfang. Darin enthalten ist natürlich die Phoenix LD50 selber. Darüber hinaus spendiert Phoenix der Lampe ein passendes Nylonholster. Ebenfalls mit im Lieferumfang sind bereits 4 CR123A Lithium-Batterien. Wer möchte, der kann die Taschenlampe bei Flashlight Shop aber auch direkt mit Akkus, mit 18650er Akkus bestellen. Außerdem liegt der Phoenix eine Handschlaufe bei, sowie eine ausführliche Anleitung in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch. Dann gibt es noch die üblichen Garantiebestimmungen oder auch hier so ein kleines Prospekt von Phoenix. Und es gibt zwei Ersatzdichtungsringe für die Lampe sowie einen kleinen Imbusschlüssel. Und wofür der ist, das zeige ich euch gleich. Betrieben werden kann die Phoenix sowohl mit CR123A Lithium-Batterien als auch mit 18650er Akkus. Eingelegt werden die Akkus dabei in zwei völlig unterschiedliche Batterieschächte. Diese können entweder mit zwei 18650er Akkus oder mit vier CR123A Lithium-Batterien bestückt werden, aber auch eine Kombination aus beidem ist problemlos möglich. Sogar ein Wechseln der Akkus im laufenden Betrieb ist problemlos möglich. Die entsprechende LED, die dazugehörige LED, die geht dann einfach kurz zwischendurch aus, sobald man eben den Akku rausgenommen hat und die Verbindung unterbrochen hat. Und sobald ich hier jetzt den Deckel wieder draufschraube, das habt ihr gesehen, dann wird sofort auch wieder diese LED anfangen zu leuchten. Die Länge der Taschenlampe beträgt 13,8 cm, ihre Breite ist 5,3 cm. Der Lampenkopf ist ebenfalls 5,3 cm breit und 2,6 cm hoch. Ohne Batterien bringt die Phoenix ein Gewicht von fast 220 Gramm auf die Waage. Mit zwei Akkus sind es 312 Gramm. An der Front besitzt die LD50 eine Glaslinse mit Anti-Haftbeschichtung. Darunter kommt dann ein SMO-Reflektor und ganz unten schließlich sitzt die LED. Der Rest der Lampe besteht aus hart anodisiertem Aluminium. Im Innern der Phoenix gibt es vergoldete Kontakte, die ein wenig hervorstehen und so auch die Nutzung von Flat-Top-Akkus ermöglichen. Darüber hinaus besitzt die Lampe hier eine elektronische Regelung, die die Lampe vor Überhitzung schützt und für eine konstante Lichtleistung sorgt. Die LD50 hat dabei übrigens einen Verpolungsschutz. Ihr könnt die Akkus zwar verkehrt herum einlegen, aber dann geht die Lampe nicht an. Die Phoenix ist wasserdicht gemäß IPX8 Standard. Kommen wir nun zur Beleuchtung. In der Taschenlampe sind zwei Cree XML2 U2 LEDs verbaut. Im niedrigsten Modus bringt es die Taschenlampe dabei auf 25 Lumen. Hier hält sie etwa 150 Stunden lang durch. Der nächst hellere Modus schafft immerhin 140 Lumen und hier hat die LD50 dann eine Leuchtdauer von etwa 25 Stunden. Etwa 10 Stunden hält sie im mittleren Modus durch
Und hier beträgt die Leuchtkraft etwa 350 Lumen. Satte 750 Lumen schafft die Lampe im Modus hell. Hier hält sie dann allerdings auch nur noch 4 Stunden durch. Im Turbo-Modus schließlich hat sie eine Leuchtdauer von 1 Stunde 30 Minuten und haut dabei satte 1800 Lumen an Lichtleistung hier heraus. Darüber hinaus gibt es noch ein Blitzlicht, ein taktisches Blitzlicht mit variierender Frequenz. Die Ausleuchtung der Phoenix ist insgesamt leicht spotlastig und man erreicht damit auf freiem Feld Reichweiten von etwa 200 Metern. Dennoch bleibt noch genug Licht für den Spill übrig und man erhält eine solide Raumausleuchtung, wie hier in diesem Beispiel zu sehen. Gehen wir nun noch auf die Ausstattung ein. Die LD50 besitzt einen Taster an der Oberseite, der zum Ein- und Ausschalten sowie zum Modiwechsel dient. Wird der Taster für 0,5 Sekunden gedrückt gehalten, so schaltet die Lampe ein und auch wieder aus. Im eingeschalteten Zustand reicht ein einfaches Antippen des Schalters, um zwischen den 5 verschiedenen Modi zu wechseln. Sowohl ein- als auch ausgeschaltet den Taster eine Sekunde gedrückt halten und das taktische Blitzlicht wird aktiviert. Ein einfacher weiterer Tastendruck reicht, um zum letzten Lichtmodus zurückzukehren. Die LD50 besitzt eine Memory-Funktion und merkt sich den zuletzt eingeschalteten Modus. Die LD50 ist Tailstand-fähig und kann so auch als Kerze genutzt werden. Ein Wegrollen der Lampe auf unebenen Flächen ist allein schon aufgrund der Form unmöglich. An der Rückseite besitzt die LD50 eine Öse, an der die mitgelieferte Handschlaufe befestigt werden kann. An der Seite besitzt die Taschenlampe einen Halteclip und der kann auf Wunsch mit Hilfe des mitgelieferten Imbusschlüssels komplett entfernt werden. Kommen wir abschließend noch zu einem Fazit. Die Phoenix LD50, die hat mir sehr gut gefallen. Wie von Phoenix gewohnt, haben wir hier wirklich gute Materialien und die Verarbeitung der Lampe ist tadellos. Mit 1800 Lumen Lichtleistung hat man darüber hinaus hier mehr Licht, als man jemals brauchen wird. Wer nicht gerade im Bereich Search and Rescue unterwegs ist, der wird hier auf jeden Fall mit auskommen mit diesen 1800 Lumen. Vor allen Dingen, weil die einzelnen Modi auch sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Man wird also hier nie in die Verlegenheit kommen, zu viel oder zu wenig Licht zu haben. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Apropos Bedienung, die ist natürlich auch sehr, sehr gut. 5 einzelne Modi, die hier relativ einfach über diesen Taster ausgewählt werden können. Das taktische Blitzlicht ist da, aber aus der normalen Bedienrotation raus. Man kommt also hier nicht in die Verlegenheit, dass man plötzlich irgendeinen Modi aktiviert hat, den man eigentlich gar nicht haben wollte. Das ist eine ganz tolle Sache. Highlight der Lampe ist aber natürlich ganz klar dieses Konzept der unabhängigen Lampen, dieser 2 Lampen, die sich einen Schalter teilen, die Stromversorgung der Lampe, denn das eröffnet jede Menge Möglichkeiten, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so aussieht. Aber man kann zum Beispiel einfach hier aus einem Akkuschacht einen Akku herausnehmen und damit die Leistung der Lampe mal eben halbieren. Wenn man also nicht die volle Leistung benötigt, dann kann man hier Strom sparen, Batterie sparen und eben dann, wenn man es tatsächlich braucht, dann setzt man den einfach mal kurz wieder rein. Darüber hinaus wird man hier auch nie in die Verlegenheit kommen, im Dunkeln mal einen Akku wechseln zu müssen. Also vor allen Dingen für Leute wie zum Beispiel Höhlenforscher, die lange, lange Zeit im Dunkeln sind und viel Licht brauchen, also auf jeden Fall in die Verlegenheit kommen, einen Akku zu wechseln. Da ist es ganz einfach so, ich mache die Lampe an, ich wechsle zuerst auf der einen Seite, danach wechsle ich auf der anderen Seite und ich habe immer Licht. Ganz tolle Sache. Auch die Flexibilität, die Phoenix hier bietet, ist sehr, sehr brauchbar. Man kann zum Beispiel aus dem Fotoapparat einen CR123A Lithium-Batterie einfach rausnehmen, hier reinschmeißen. Egal, was da sonst noch drin ist, man kann kombinieren, wie man möchte. Man ist also sehr flexibel. Die Stromversorgung wirklich ein Highlight und das gibt es so auch nicht bei anderen Taschenlampen.
Preislich liegt die Phoenix LD50 mit 120 Euro natürlich im Mittelfeld, sage ich mal. Aber 120 Euro für eine Lampe mit diesen Funktionen und mit 1800 Lumen, das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Daher für mich die Phoenix LD50 ganz klar eine Empfehlung. Vor allen Dingen für die Leute, die diese Funktionen, diese unabhängige Stromversorgung auch nutzen können. Und das ist im Outdoor-Bereich, sind das ja sehr, sehr viele. Ja, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, mein Film über die LD50 hat euch gefallen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unter dem Film und eine positive Bewertung. Empfehlt mich weiter und abonniert mich, damit ihr zukünftig keine neuen Filme hier mehr von mir verpasst, hier auf YouTube oder auch auf Facebook. Wenn ihr noch Fragen haben solltet hier zur LD50, zu anderen Taschenlampen oder auch zu sonstiger Outdoor-Ausrüstung, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.gearforum.de.